Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Psst, es ist ganz geheim. Wir arbeiten hier in einem Innenhof. Hier hat die Kundschaft wirklich sehr darauf geachtet. Die wollen auch nicht, dass man weiß, dass wir hier arbeiten. Jetzt haben sie wirklich so einen Innenhof geschaffen, damit der Erich, oder Erich, sag auch Hallo. Hallo. Damit der Erich und ich hier arbeiten können und uns sieht gar keiner. Das Auto haben wir auch verstecken müssen, denn da steht ja unsere Werbung oben und das wollen die auch nicht. Also irgendwie fühlen wir uns in letzter Zeit schon irgendwie ein bisschen ungeliebt. Stimmt das, Erich? Ja. Okay. Wir machen heute hier einen Terrassenboden mit Holzdielen. Auf jeden Fall legen wir hier Lärchenstaffeln dann herein mit unten Gummibackeln, damit das Wasser quasi nicht die Lärchenstaffeln beschädigen kann. Aber wir wollen hier nur zeigen, wie wir den Unterbau machen. Wir haben hier unten einen groben Rollschotter hineingegeben, so 6, 18 oder 18, 32, glaube ich, sagt man dazu, oder ehrlich, so große Steine. Dann haben wir, also 18, 32er, dann haben wir Vlies rübergelegt, Vlies, damit dieses feine Kieszeug nicht hineinläuft in den groben Schotter quasi. Und dann haben wir das hier aufgegeben. Dann haben wir diese zwei Eisenstangen, diese Rohre, in die Waage gelegt. Hier kann man genau sehen, dass das in der Waage ist, Erich. Vielleicht hast du hier kurz, oder soll ich das Handy kurz nehmen? Nein, ich fäll's wieder runter. Hier kannst du genau die Wasserwaage. Und auf jeden Fall ist das hier genau in der Waage. Die sind hier in der Waage. Und jetzt ziehe ich das hier einfach so ab. Ah, da muss ich zurück, weil der Innenhof ist so klein. Ja. Da kann sich nicht einmal eine Schildkröte verlaufen. Da zieht das rein. Und hier herüber, die zwei Eisen muss man nur auflegen. Und hier herüber habe ich nicht bis an die Wand die Eisen, aber da kann ich dann, den Rest muss ich dann so frei machen. Ein Eisen hätten wir noch mitgebraucht. Und so haben wir jetzt einen Boden, der genau in der Waage ist, der eigentlich... Warum muss ich hier eigentlich herumklettern, Erich? Du weißt ganz genau, ich habe über 100 Kilo und du hast unter 50 Kilo. Du bist viel gelenkiger am Boden. Jedes Mal muss ich... Gefällt dir das? Ich habe mich ja das letzte Mal am Knie verletzt. Absichtlich? Nein, der Kasten war so schwer. Okay, sicher nicht absichtlich. Nein. Erich, wie lange dauert das Video schon? Wir wollen die Leute nicht zu sehr strapazieren. Ach so, ich glaube, ich sehe das nicht ohne Brille. Okay. Filmst du in die richtige Seite? Ja. Bist du sicher, Erich? Ja, ich sehe dich. Ich glaube, wir verabschieden uns, oder? Okay. Ich hoffe, das haben wir ausführlich geklärt. Das kann man natürlich unendlich lange so machen mit einem Nivelliergerät, dass die Eisen auslegen, ist noch besser. Ich filme dich auch, Erich. Du musst Nein, da brauchst du nur Tschüss sagen. Okay. Tschüss, liebe YouTube-Gemeinde. Gefällt mir, Daumen rauf. Abonniert diesen Kanal. Dieser Kanal ist nicht schlecht, oder, Erich? Ja, der ist nicht schlecht. Ist der gut, Erich? Gegen die anderen ist er gar nicht schlecht, finde ich. Ja, ich meine, so gut wie die anderen ist er nicht. Die haben viel mehr Aufrufe als mich. Ich weiß auch nicht, warum. Sind viel ernster alle. Ernster? Die Handwerker-Videos sind so ernst. Du müsstest wirklich ernster werden. Wir legen heute hier einen Holzboden auf Lärchen. Nein, in Ernst nehmen wir das nächste Mal mit. Ich kenne keinen Ernst. Ich kenne ein paar. Dann nehmen wir nächste Woche. Nächste Woche sind wir wieder hier mit 5 Ernst, oder? Ja. Bei 5 kann man dann die Mehrzahl Ernst, Ernstl. Das sind dann schon Ernstl. 5 Ernstl. Tschüss, Papa. So, jetzt ein bisschen schneller, Jim. Du kannst das raustragen. Dieses Kies.